Herzlich willkommen diese Woche zu einem sehr, sehr spannenden Thema, Personal Branding. Und da habe ich mir natürlich den Personal Branding Experten hergeholt, Jaffa. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Und die ein oder andere kennt dich schon. Du bist ja schon sehr bekannt im Thema Personal Branding, Online-Marketing, Veranstaltungen, Speaker und was alles da so dazugehört. Nichtsdestotrotz wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der dich gerade jetzt hier in dem Moment neu kennenlernt. Und deshalb würde ich dich bitten, dass du vielleicht einfach zwei, drei Worte sagst zu dem, wer du bist, was du machst. Und ja, dass der eine oder andere dich vielleicht auch nachher noch kontaktieren kann, wenn noch Fragen sind. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich gerne, immer hier zu sein. Es ist immer spannend und wir haben immer sehr viel zu lachen, Holger. Kurz zu mir. Mein Name ist Jaffa Tara. Ich selbst bin Online-Marketer und Speaker, Dozent auch hier an der HSB-Akademie für den Social Advertising-Kurs. Selbst habe eine Agentur in Berlin, wo wir halt das ganze Online-Marketing machen, aber uns spezialisiert haben wirklich auf Personal Brands, wo wir halt Marken aufbauen, also wirklich Markenaufbau machen, ob es nun für Unternehmen ist oder für einzelne Unternehmer. Und ja, zu diesem Thema gehen wir jetzt mal tiefer rein, schauen uns mal an, was ist wichtig bei einer Personal Brand, wie sieht so unsere Dienstleistung aus. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von euch, der in der Branche arbeitet oder ja, ein Student, der jetzt sich in der Branche weiter ausbreiten möchte, weil es ist noch ein sehr großer Markt. Ich sage immer, es ist der blaue Ozean. Da ist noch sehr viel möglich. Ja. Genau, und jetzt will ich dich gleich mal schocken. Oh. Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, wir machen ja ab Sommer eine Recruiting-Akademie auf. Mhm. Hängt damit zusammen, dass ich komme ja aus dem Personalbereich ursprünglich, Personalvermittler und Personalberater. Habe auch einen Kurs bei der HSB-Akademie. Und den ich als Lead-Dozenten führe, so wie du den Social Advertising Manager, so mache ich die Fachkraft für Personalberatung, Personalvermittlung und coache auch über die Unternehmensberatung, die wir haben, ganz viele Unternehmen aus der Personal- und Bildungswirtschaft. Und wir haben heutzutage ja viele Probleme im Personal und deshalb habe ich viele Anfragen gehabt und ich kann aber nicht überall hinfahren, weil ich doch sehr beschäftigt bin, was ja sehr schön ist, aber möchte halt dieses Wissen trotzdem gerne rausgeben. Es wird im Herbst dann ein Buch geben zum Thema Employer Branding und Personalentwicklung für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber ich will natürlich auch ein paar Speaker-Veranstaltungen mitnehmen, wo ich einfach sage, da treffe ich einfach auf Personen. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn wir jetzt die 20, 25 Minuten, die wir immer so schön hier haben, einfach mal nutzen, dass du das, was wir jetzt über Personal Branding vielleicht sagst, auch mit auf mich beziehst. Da kann ich gleich was mitnehmen, ne? Ja, steht's Ohr. Ja, sehr gut. Wie starten wir denn? Vielleicht erstmal kurz, was ist denn überhaupt Personal Branding und was macht eine Personenmarke aus? Es ist ja auch immer ein sehr weiter Begriff. Jeder hat so seine eigene Definition davon. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass Menschen nicht von Unternehmen kaufen, sondern Menschen kaufen von Menschen. Genau. Und deswegen sollte der Mensch halt auch immer nach außen gehen. Weil ich bin viel lieber bei einem Unternehmen, wo ich den Menschen kenne, der dahinter steckt, als bei einem Unternehmen, wo ich halt gar nicht weiß, wer dahinter steckt. Ja, man hat automatisch viel mehr Vertrauen, man baut eine Beziehung zu den Menschen auf und viele andere Sachen. Ich kann jetzt auch gerne noch ein paar Beispiele mit reinbringen, ja, was einmal zu mir als Person zum Thema Personal Branding, aber auch zu Kunden, die wir halt gerade aktuell auch in der Agentur aufbauen. Das wäre spannend, ja. Also ich selbst habe ja, einige kennen ja schon vielleicht meine Geschichte durch einen Podcast, den ich ja schon mit Holger aufgenommen habe, aber vielleicht noch ganz kurz, ich war ja damals, habe ich ja Sportwissenschaften studiert, habe dann als Personal Trainer gearbeitet, habe da auch Promis trainiert, wie Max Rabe oder irgendwelche Manager in der Store. Max Rabe hat Sport gemacht. Unfassbar, ne? Ist das so dünn? Ist er in der Wirklichkeit auch so dünn? Das kann ich jetzt hier nicht so kommentieren, okay. Wir sind ja hier auch vor der Kamera. Ich finde ihn total klasse. Also ja, toller super Sänger, Künstler, ne? International unterwegs. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er irgendwie was macht. Ja, der macht Sport. Ja, der ist aktiv. Sport schon, ja klar. Mir sieht man es ja auch nicht an. Ne? Ich mache auch regelmäßig Sport. Ne? Alle denken immer, ja, wäre ich Personal Trainer, hätte ich dir jetzt einen Ernährungsplan gegeben. Ja, ja, das hat sich sagen, ja geändert. Am Meer versuchen sie mich immer zurückzuschieben. Ja. Nee. Alles gut. Ja, und dann hat sich das so alles entwickelt. Ich habe angefangen mit Facebook Advertising, habe meine eigenen Events gehabt. Die sind halt sehr schnell stark gewachsen, innerhalb von 2 Jahren von 7 Leuten auf 1000 Leute durch Facebook Ads. Genau, und das ist sozusagen das, ja, kurz zu meiner Story. Genau, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht hier so mit deinen Witzen. Das waren Fragen, es war fachlich hochwertig. Ne?
Deswegen kommen wir nochmal zurück zur Personal Brand. Ja. Ich selbst habe mich dann umgebrandet. Ja, ich war halt nicht mehr der Personal Trainer, sondern der Online-Marketer, habe mich selbstständig gemacht, war dann unternehmerisch tätig, habe dann die Agentur aufgebaut und selbst habe ich halt meine Events gebrandet, zum Beispiel mit meinem Gesicht. Das heißt, ich habe immer Instagram-Stories gemacht, Facebook-Live-Videos, habe Leute interviewt. Das heißt, die Leute haben das Unternehmen auch immer sehr stark mit mir verbunden. Hat hier auch wieder Vor- und Nachteile. Die möchte ich euch kurz erläutern, bevor wir richtig in das Thema einsteigen. Und zwar war der Fehler bei mir, bei den Events, als ich das auf mich gebrandet habe, dass ich dann im Nachgang irgendwann wollte ich das nicht mehr machen, weil ich dann mich auf andere Sachen fokussieren wollte. Und da war das Problem, ich konnte das Unternehmen nicht verkaufen, weil es auf mich gebrandet war. Also das ist sozusagen der Nachteil einer Personal Brand. Der Vorteil einer Personal Brand ist, wie gesagt, ihr baut viel schneller Beziehungen auf, die Leute kommen auf euch zu, ihr werdet erkannt, die Leute kennen euch und sagen, eine witzige Situation, ja, ich war halt irgendwo in Deutschland unterwegs, dann kommt jemand, ey, du bist doch der Jaffa von Vitamin B oder der Jaffa von One Story. Das heißt, Leute erkennen mich und sagen dann, ja, wie lief denn das jetzt mit, ich habe gehört, du hast eine Tochter bekommen. So, also die wissen halt wirklich Details schon über dein Leben, ja, weil sie das halt immer tagtäglich verfolgen auf den Stories. Oder wenn man mal eine Story nicht macht, dann schreiben sie dich an und fragen, hey, warum postest du nichts mehr, ist alles gut bei dir, ja. Also es ist total krass, wie man Leute oder potenzielle Kunden auch wirklich mit ins Leben einbeziehen kann und dadurch eine Personal Brand entsteht. Ja, Beispiele. Ich habe zum Beispiel jemanden, der hat drei Generalagenturen bei der Allianz. Das ist einer der größten bei der Allianz. Der macht sehr, sehr viel. Und der geht jetzt mit seiner Personal Brand raus. Das heißt, der geht raus, geht speaken, sprich, der wird eingeladen von anderen Unternehmen, wie er das aufgebaut hat. Aber auch nur, weil die Leute ihn kennen und sehen, dass er nach außen geht und er sozusagen der Ansprechpartner ist. Und stellt euch mal vor, Versicherung ist sowieso immer sehr schwer. Trockenes Thema, ne? Sehr trocken. Und zu wem geht ihr dann schlussendlich? Sucht ihr nach Versicherungen in Leipzig oder Versicherungen in Berlin? Oder geht ihr zu jemandem, der euch weiterempfohlen worden ist, beziehungsweise den ihr schon öfter gesehen habt? Bei dem ist es gar nicht mehr die Frage, wo er Versicherungen macht, ob das jetzt die Allianz ist oder DVAG oder was auch immer, sondern die Leute wollen bei ihm die Versicherung abschließen, weil er einfach cool drauf ist und wir jederzeit immer auf den Stories sehen, was er macht. Er ist einfach da, er ist präsent. Ja, oder auch im Immobilienbereich haben wir jemanden, ja, bietet Immobilien an und bei Immobilien ist auch mal so eine Vertrauenssache, zu wem gehe ich und. Aber wenn ich immer wieder was mitbekomme zur Personenmarke, über Social Media, Bilder von demjenigen sehe, Texte sehe, Blogartikel sehe von der Person, dann habe ich eine viel höhere Vertrauensbasis, eine viel größere Beziehung zu der Person. Ja? Zwei Fragen habe ich. Die erste Frage ist, die ist jetzt noch ein bisschen weg vom Thema, aber die wollte ich dir schon immer mal stellen, weil ich ein sehr großer Bewunderer von dir bin und was du machst. Ich habe mich zurückerinnert, wo ich in deinem Alter war. Ich habe damals auch eine Führungsposition im Unternehmen übernommen und es war schwierig für mich. Und wenn ich sehe, wie du auch mit gestandenen Unternehmern umgehst, mit deinen noch trotzdem noch etwas jüngeren Jahren, wie hast du das selber, die Anspannung bekämpft? Ich meine, wenn ich da auf jemanden treffe, der ungeheuer bekannt ist, der vor Tausenden von Leuten spricht, da bin ich ja schon etwas vorgespannt. Und wie kriege ich da den Puls runter? Wie gehe ich überhaupt auf den zu? Wie switche ich mich selber, dass ich jetzt nicht ganz so wie der Bittsteller aussehe, sondern irgendwo auf die ähnliche Ebene mich hebe? Wie macht man das? Hast du da so einen Tipp für die draußen, die Zuschauer, die ähnlich jung und dynamisch sind wie du? Ja, ist natürlich eine gute Frage. Also es war ja nicht immer so. Ja. Also ich habe auch angefangen, ja, als ich zum Beispiel wurde ich mal von, vielleicht kennt der ein oder andere Dirk Kräuter, ja, einer der größten Verkaufstrainer, füllt jetzt in Dortmund den Raum mit 10.000 Leuten, nicht 1.000, 10.000. Damals wurde ich, als ich die Events gemacht habe, wurde ich mal von seinem Team angerufen, weil ich halt ein paar Sachen von Dirk Kräuter gepostet habe, die ich halt super spannend fand. Und die haben mich angerufen und mich eingeladen nach Bochum, da wo das Headquarter von Dirk Kräuter ist. Und natürlich war ich da auch angespannt. Ich dachte mir so, mein Gott, ja, ist 5 bis 6 Stunden Autofahrt, glaube ich, von Berlin. Und die ganze Zeit dachte ich nur daran, wie gehe ich jetzt mit ihm um? Ja? Was und, sagst du als Erstes? Was sage ich als Erstes? Und darf ich ihn überhaupt duzen? Oder, da gehen so viele Sachen einem durch den Kopf. Trotzdem einfach Ruhe bewahren. Ja? Ich bin dann reingegangen, wurde dann herzlich am Fahrstuhl abgeholt, direkt von Dirk Kräuter, persönlich von Dirk Kräuter. Hat ein super spannendes Gespräch. Und man muss einfach offen sein für die Situation und einfach Dinge auf sich zukommen lassen, ohne da jetzt irgendwie Kopfkino zu haben. Mhm. Oft ist es so, man hat so ein Kopfkino und denkt sich so, oh mein Gott, und dann passiert vielleicht noch das. Und man denkt immer nur an Worst Case. Mhm. Ja, aber am Ende ist halt alles super entspannt und super easy. Wir konnten dann ein Interview drehen, hat Spaß gemacht.
Und zum Schluss, ich weiß noch, bei unserem ersten Treffen, hat er als Tipp im Interview gegeben, meinte, ich habe ihn gefragt, ja, wie tauschst du, also wie kommst du an die Kontaktdaten? Der andere meinte, ja, ich frage einfach, hey, wollen wir einfach Telefonnummern austauschen? Mhm. Und dann hat er mich zum Fahrstuhl begleitet nach dem Interview, habe ich im Fahrstuhl gesagt, ja, wollen wir mal Telefon austauschen? Und er hat gesagt, frag immer schnell eine Frage, wie können wir in Kontakt bleiben? Können wir Telefonnummern austauschen? Mhm. Irgendwie so war das. Da habe ich das direkt bei ihm angewendet und dann hat er mir seine private Telefonnummer gegeben und seitdem sind wir halt auch in Kontakt. Dann habe ich ihn für mein Event auch noch bekommen, einfach dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, war schon dreimal bei ihm in Bochum. Also toll. Als Tipp, wirklich geht da mit einem offenen Kopf rein, denkt nicht so viel nach, einfach machen, sage ich. Einfach immer. Ansprechen. Ne? Einfach ansprechen, genau. Einfach machen. So, jetzt zurück zum Personal Branding. Aus deinen ersten Worten, indem du brauchst wieder jemanden, der Content macht. Also du musst Blogbeiträge machen, du musst Videos machen, du musst Content produzieren, um überhaupt die Basis zu schaffen, damit überhaupt eine Wahrnehmung entsteht. Sollte man sich da jemanden suchen, eine Agentur oder weil alleine, denke ich mal, ist man ja im Alltag sowieso verhaftet. Also selbst derjenige, der die Versicherung verkauft, hat ja trotzdem Tagesgeschäft, muss ja da auch seine Termine wahrnehmen, hat sicherlich keine Zeit, sich irgendwie 2 Stunden hinzusetzen und einen Blogbeitrag zu schreiben. Richtig, also gestandene Unternehmer, sage ich mal, die halt wirklich auch Geld verdienen, ja, die haben keine Zeit für Social Media, die müssen sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren, die müssen sich auf ihre Mitarbeiter konzentrieren, das ist der Schwerpunkt. Mhm. Und wir als Agentur übernehmen das Ganze. Wir können natürlich nicht alles machen, weil der Kunde muss immer noch, sage ich mal, Teil-Content liefern, wie zum Beispiel Bilder. Wir können uns ja nicht den ganzen Tag dahin schon Bilder schießen. Das heißt, wir machen es dem Kunden sehr einfach. Der Kunde kann beispielsweise uns Bilder von sich schicken oder kurze Videosnippets und wir bearbeiten die Bilder, wir schneiden das Video, wir machen die Hashtag-Recherche, wir machen die Zielgruppenrecherche, wir schreiben die Texte. Die Texte denken wir uns nicht aus, sondern der Kunde macht uns zum Beispiel eine WhatsApp-Voice und beantwortet 3 Fragen. Wo bin ich gerade, was mache ich gerade und wie fühle ich mich dabei? Macht einfach eine kurze Voice. Das ist für ihn, also ein Kunde hat ungefähr 1 Minute Arbeit pro Post. Ja, das heißt, Bild schicken, reinsprechen, fertig. Mhm. Den Rest macht das Team von mir. Das heißt, Instagram komplett, Facebook komplett. Das heißt, der Unternehmer kann sich immer noch auf sein Kerngeschäft fokussieren und baut trotzdem parallel dazu seine Personal Brand aus. Okay. Nun gibt es ja viele Speaker-Treffen. Ne? Gibt es da auch so einen Tipp? Früher hat man immer gesagt, wenn du Erfolg haben willst, musst du überall hinlaufen. Ne? Also wie bei dem Schlagerstar, wo man sagt, du musst auch den Supermarkt eröffnen, du musst das Autohaus eröffnen, du musst den Kindergarten besingen, du musst da wirklich Tippetabetour machen. Oder würde man jetzt als Speaker, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Agentur ist wie dir, dann eher sagen, okay, ich suche dir 2, 3 Dinge raus, wo du einen guten Einstieg im Markt hast und dann kannst du dir vielleicht so kleine Wald- und Wiesenveranstaltungen sparen. Ist es jetzt noch bezogen auf die Personal Brand? Genau. Okay, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt als Beispiel von deinem Kunden, den du betreust, der jetzt Versicherungen macht. Ne? Mhm. Es gibt ja viele Speaker-Treffen. Ne? Es gibt größere, es gibt kleinere. Ne? Mhm. Oder Veranstaltungen zu thematischen Zuordnungen sind es ja meistens. Und sagt man dann eher, okay, ich versuche auf die Großen zu gehen, die Kleinen eher wegzulassen, weil die kosten nicht so viel sehr Kraft. Gut. Oder muss ich jetzt die Kleinen alle abtingeln, um irgendwann mal auf eine Große zu kommen? Genau, also bevor ich mir diese Frage stelle, ist immer wichtig, dass wenn du Speaker werden möchtest oder Trainer oder Coach, solltest du als allererstes immer an deiner Positionierung arbeiten. Das heißt, bau dir erstmal deine Positionierung auf und versuch, und es tut weh jetzt, was ich sage, aber versuch wirklich so spitz wie möglich in den Markt reinzugehen, weil zurzeit gibt es so ein, ich glaube, irgendwie so ein Coaching-Movement oder sowas. Jeder zweite ist Coach, hat aber noch nie irgendwie was selbst umgesetzt oder erlebt. Also es gibt halt auch viele Coaches, die erzählen immer, dass sie Coaches werden. Also, und genau das wollen wir ja nicht werden und auch nicht machen. Deswegen schaut euch wirklich an, wo kennt ihr euch aus, positioniert euch spitz da rein und geht in den Markt. Und jetzt zu deiner Frage. Wenn ich meine Positionierung habe, dann möchte ich natürlich speaken. Und wenn du am Anfang stehst, dann nimmst du verdammt nochmal jede kleine Bühne, die du finden kannst. Jede kleine Bühne, weil du bist noch nicht bekannt, dich kennt noch keiner, du arbeitest gerade daran und dadurch kannst du auch Praxiserfahrung sammeln. Damals bin ich ja auch nicht gleich auf die 1000-Mann-Bühne gegangen. Ja? Ihr habt es ja gesehen, das war ja nicht mein erstes Mal auf der Bühne, auch, obwohl ich da auch sehr aufgeregt war. Ja? Vor 1000 Menschen zu sprechen ist schon nicht ohne, aber ich habe angefangen vor 7 Leuten zu sprechen, dann vor 14 Leuten, dann vor 20 Leuten und ich war mir auch nie zu schade für eine kleine Bühne.
Auch wenn ich eingeladen worden bin, habe ich immer am Anfang gesagt, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, weil ich kann dadurch lernen, ich kann wachsen, ich sammle an Praxiserfahrung und jedermann ist wichtig. Jeder, der dich kennenlernt, ist wichtig. Ja. Ja. Deswegen. Also auch die Authentizität ist wichtig. Ne? Also dass ich, wenn ich rausgehe, dass ich auch der bin, der ich bin. Weil viele habe ich manchmal das Gefühl, die verstellen sich etwas, die wollen was anderes darstellen, als sie eigentlich im Kern sind. Und es kommt dann ja auch sehr gestochen an irgendwie, also so gestellt. Ja, und ganz ehrlich Leute, ich kriege davor Angst, ja, wenn ich so eine gestellten Menschen sehe. Deswegen, wenn ihr wirklich Coach oder Trainer sein wollt, sammelt erstmal Erfahrungen, lernt, lasst euch weiterbilden. Mhm. Geht zu Akademien, lernt dort und erst dann geht ihr halt irgendwo rein und zeigt den Leuten, was ihr halt wirklich gelernt habt. Und man spricht immer nur von seinen eigenen Erfahrungen und nicht das, was man in irgendeinem Buch liest und dann nach außen vermittelt, ich kann das. Weil in dem Fall kann man auch sehr vielen Menschen gefährden, ja? Wenn man, sag ich mal, sich als Coach ausgibt, eine gar nicht die Erfahrung hat und dann auf Menschen losgelassen wird. Ja? Mhm. Da gab es auch so viele Fälle, deswegen bin ich da auch sehr empfindlich bei diesem Thema, ja. Personal Branding heißt ja auch wirklich eine Marke bilden, also eine Personenmarke. Ist es sinnvoll, jetzt irgendetwas zu machen, was jetzt in Erinnerung bleibt? Ich meine, bei mir wären es jetzt die grauen Haare, ganz klar. Ne? Mhm. Haben die wenigsten, weil die meisten Idols sind sich färben. Aber ich nicht, ne? Ich stehe zu meinem grauen Haar. Mach sie pink, dann ist es noch... Genau, und jetzt wollte ich fragen, soll ich vielleicht noch eine Schippe drauflegen und es pink machen? Oder eine pinke Brille? Oder bringt so etwas, wenn man in der Wiedererkennung? Ja, in der Wiedererkennung natürlich, ja. Wir kennen ja, uns fallen ja sofort Menschen auf, die halt irgendwie anders aussehen, ja. Aber es ist nicht, das ist jetzt nicht das Geheimnis, um wirklich zu einer Personal Brand zu werden, sondern es geht am Ende immer um deine innere Einstellung und die Energie, die du ausstrahlst. Weil man sagt, also es ist, dreht sich ja alles um Energie. Mhm. Welche Energie bringst du nach außen? Wenn du halt ein schüchterner Mensch bist und eigentlich voll, überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hast und dann irgendwie mit pinken Haaren vor mir stehst, wirst du trotzdem nicht zu Personal Brand, ja? Drum habe ich die Haare nicht pink gemacht. Ja, siehst du? Ja, weil du halt eine innere Ausstrahlung hast, ja. Und man muss halt rausgehen, man muss sich wirklich trauen, man muss rausgehen, man muss sich zeigen, man muss auch wirklich, da steckt auch viel Arbeit dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt irgendwie zu irgendeiner Agentur geht und sagt, mach mal meine Personal Brand. Mhm. Funktioniert nicht, da gehört sehr viel selbst, also Eigeninitiative, ja, wo man halt wirklich an seiner Positionierung arbeitet, schaut, was, wo will man überhaupt reingehen und erst dann holt man sich als Unterstützung die Agentur, die dann sozusagen mein Material verwertet, worum ich mich dann nicht mehr kümmern muss. Mhm. Bilderposting, Videoposting, Texte. Also ich brauche schon eine Idee, was ich machen will und um die Idee herum baue ich mir den Dienstleister auf. Ne? Genau. Also ich muss quasi, wenn ich jetzt ein Trainer bin, muss ich, egal jetzt ob Verkauf oder Neukundengewinnung oder was da alles gibt, dann muss ich das als Leistung Unternehmen anbieten, muss da Termine haben, dass ich wiederum Erfahrung habe, wiederum Informationen und Erfahrungen in meine Speaker-Tätigkeit reinnehmen kann und baue das dann quasi zusätzlich auf. Also das eine muss ich quasi mit dem anderen gegenseitig hochschieben. Ja, genau. Ja. Genau. Sehr schön, spannendes Thema. Und wie viel betreut ihr das so als Agentur? Wie viel kann man das überhaupt machen? Oder geht es Open End? Aber ich denke, das Open End ist nicht, weil wir Open End nicht machen wollen. Zwei, drei Leute, glaube ich, ist dann auch so genau. Das Maximale, ne? Würde ich jetzt sagen. Nee, also wir können schon 10 Leute betreuen. Okay, das ist schon. Aber dann setzen wir auch eine Grenze, weil wir halt qualitativ mit den Kunden wachsen wollen. Und dahinter steckt auch eine Strategie. Mhm. Also wir haben jetzt gerade ein gutes Angebot halt, wo wir halt diese ganzen Personal Brands aufbauen, ist aber halt limitiert auf 10 Personen. Aktuell sind 4 davon weg, jetzt 5. Patrick haben wir jetzt auch mit dabei, wo wir das Personal Branding aufbauen. Also muss ich mich beeilen sozusagen. Ja, genau, muss ich beeilen. Und, wo kann ich unterschreiben? Und dann wollen wir sozusagen mehr Qualität reinbringen, wirklich auch in die beratende Tätigkeit gehen. Wie baue ich so eine Strategie auf? Ja, weil vielleicht hört das jetzt der eine oder andere, brauche ich vorher eine Position, eine Strategie, wie mache ich das alles? Auch da können wir halt unterstützen, ja, wo man reingeht, wie geht man spitz in den Markt? Weil es ist halt auch wieder eine Kunst für sich, das Ganze auszuarbeiten und da braucht man halt Know-how für. Ja. Wo finde ich dich? Also außer über unsere Website natürlich, hsb-akademie.de unter der Dozentenübersicht, dort sind ja auch deine Kontaktdaten. Genau, da findet ihr eigentlich so gut wie alles. Ansonsten gerne auf jaffata.de und auf Instagram könnt ihr mich adden, da seht ihr auch immer Stories, die Christina aufnimmt. Also jaffata.de oder jaffata auf Instagram, jaffata auf Facebook. Und wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr mich über die sozialen Medien jederzeit erreichen. Super, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr inspirierend und ich werde
sicherlich auf dich zukommen. Hast mich dann am Hals, ne? Irgendwas ist immer. Und ja, alle anderen, wie gesagt, denkt dran, es sind nicht mehr viele Plätze frei. Und wendet euch an Jafar, der hat es wirklich drauf. Und das meine ich aus vollem Herzen, weil ich mag deine Arbeit. Du machst das wirklich qualitativ total super. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Suchen wir wieder spannende Themen aus und dann vielleicht mit pinken Haaren. Mal sehen, mal überraschen lassen. Ja, und schreibt gerne mal eine E-Mail an die HSB, was euch so interessiert, welches Thema euch interessiert. Genau, vielleicht können wir auch eure Themen noch mit reinnehmen, sehr gerne. Vielleicht können wir, fällt mir gerade, ich habe immer so spontane Ideen, vielleicht können wir auch sagen, okay, der sich zuerst meldet bei uns, der kann hier neben mir stehen und mit dem rede ich genau über sein Business, über das, was ihn ausmacht. Und ja, der Erste, der sich meldet an info@hsb-akademie.de unter dem Begriff Ich will zum Podcast, der steht hier neben mir. Also dann schnell an die E-Mails, die Zeit läuft. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.